So, da sind wir wieder zur Zockerzone, spielt Resident Evil 4 und wie es üblich ist, Resident Evil 4 ist uns das Spiel natürlich gerade mal, wie es bei jeder Sitzung vorkommt, wieder abgeschmiert. Nee, das ist zu viel. Doch, bei jeder Sitzung kommt es. Ja, wir hatten noch nicht so viele Sitzungen, das ist aber noch vielen Stunden. Wir sind jetzt auch schon 6 Stunden dran heute, in etwa. Ja. Oder nee, vielleicht nicht ganz so viel, 5 Stunden, wir haben viel geschnackt vorhin. Genau. Es ist immer noch der 12.12. Genau. Und ich konnte den Controller zurückerobern und jetzt wird's interessant. Du sagst das immer so. Das haben wir jetzt ja gerade eben schon. Oh, da war's, aber nur prüfen, ne? Nee, hier habe ich nicht eben gerade hier was eingesammelt. War nur prüfen, ne? War nur prüfen. So, und hier sehen wir schon. Ein Spooky Fred. Ja, also für mich wohl einer der unheimlichsten Gegnertypen so im Game. Mit Abstand. Ja. Also das. Oh, boah. Aber zum Glück liegt er da ja so. Und vielleicht sehen wir ihn ja nie wieder. Scheintot. Ja, ich denke mal, wir gehen jetzt gleich weiter. Aber jetzt kommt ja erstmal ein mega Rätsel. Mal schauen, ob du es schaffst, Toffi, das Sicherheitssystem zu überlisten. Bedienen. Heftig. Fischerpreisniveau. Wo ist Rot? Was ist da? Boah, hast du Rot gefunden? Das war der Schlüssel zum Erfolg. Das ist schon. Weil ich bin halt Hacker, ne? Ja, aber nach diesem. Oh, was war links dann? Louis-Notiz, dürfen wir nicht vergessen. 25 lächerliche Schuss? Was ist das denn? Das wird GMP? Ja. Das ist wenig. Und hier werden auch. Stopp! Die Regeneradores erwähnt. Und das ist genau dieser Gegner, den wir da gerade haben liegen sehen. Genau. Und ja, wie ist der Name schon vermuten lässt, wo war die Notiz? Die hast du gerade eingesammelt. Ach, das war die Notiz. Warum hätte ich es mal nicht gesagt? Hätte ich es mal nicht gesagt, wärst du minutenlang in diesem Raum. Gesucht, so. Ja, und wie es der Name halt sagt, sind das Regeneratoren. Und momentan haben wir noch nicht so wirklich Licht. Und deswegen wollen wir uns der Herausforderung da auch noch gar nicht stellen. Die Kühlraumschlüssel. Falls so ein Gegner auf uns zukommt. Was war das? Wie hast du das gehört? Ja. Da ist er! Er hat sich regeneriert! Wie das denn? Das ist etwa ein Regenerator! So, und jetzt Daumen drücken, weil hier ist das Spiel abgestürzt. Ja, das kommt da jetzt bei nicht dem Ladevorgang. Nein, das kommt auch nicht vor. Auf einmal war das Windows zu sehen. Und dann war Schluss mit der Zone. Und jetzt geht's hier immer noch weiter in eiligen Schritten. Ja, hoffe, ihr flüchtet jetzt. Oh, und rennt! Da, aber warum er mir jetzt dagegen kam? Puh, jetzt schon? Ja, entgegen. Boah, das ist ein Geräusch, was er macht. Jetzt scheiße ich mir gleich ins Hemd, Alter. Ja, dieses so eine Art Kichern fast. Ja, das ist richtig spooky. Ein spooky Motherfucker. Rein in den Kühlraum, in den hilfeversprechenden Kühlraum. Ja, wir rennen erstmal weg, weil man kriegt die auch nicht gut platt. Genau. Die regenerieren sich wieder und machen halt auch übelst Schaden. Aber hier hast du jetzt erstmal, glaube ich, ewig Zeit, ne? Hier kommen sie nicht rein. Stimmt, erstmal nicht denn hier drin, aber... Kannst du gechillt den Raum loopen? Oder ist da links? Oder rechts? Rechts. Da liegt ein Arm! Ich hab den... Ah, ja? Die müssen wir nämlich umprogrammieren, sonst kommen wir nicht bei der anderen Tür vorbei. Und da wir genau wissen, wie hier die Sicherheitssysteme funktionieren, haben wir sie mal flugs programmiert. Ja, Mann, was ist hier? Eine Klar, das ist Leon. Oh, nee, noch nicht. Nee, weil wenn man das erstmal ausmacht, ist dann ist hier ja warm und muckelig. Zappen duster. Ah, aber da muss ich dann nämlich hin. So, jetzt kenne ich die Route zumindest. Ist hier rechts noch irgendwo Geschichten? Hier hängen ja schon irgendwelche Gespenster. Da, so. Oder. Die kann man gut gebrauchen. Ja, das würde ich auch sagen. Ich lade sie nach. Mit 4 Schuss kann das schon sehr knapp werden. Ja. Aber wir brauchen gleich noch mehr Platz. Was? Wir brauchen gleich noch mehr Platz. Ja. Du könntest ein doppelgrünes nehmen. Wir könnten ein Ei nehmen. Ein Ei, genau. Drei Platz, ja. Ja, da haben wir 3 Platz. Wofür brauchen wir wohl diese 3 Platz? So, Spannung, Spannung. Jetzt haben wir alle Eier gegessen. Ein denkwürdiger Moment. Und dann eins querlegen, jawohl. Gut. Aber wofür? Das zweite Puzzle, was du gelöst hast. Ja, wir wissen immer noch nicht, warum du das jetzt brauchst. Naja, ja, ich würde sagen, wir tauchen mal auf. Ja. Das ist immer sehr unspezifisch dann aus. Das ist irgendein Schalter, das ist irgendein Kühlgerät. Irgendwas. Jawohl. Und jetzt? Was ist das für ein cooles Teil? Ein Infrarot-Zielrohr.
Oh, guck mal. Oh, die haben auch alle verschiedene Gesichtsausdrücke. Aber Hoffi, was macht man denn, wenn man hier kein Gewehr hat? Dann muss man halt das Ding... mit viel, viel mehr Munition. Okay. Weil was wir jetzt ja im Grunde machen, ist ja einfach effizientes Töten. Das mal kombinieren wir hier ganz wichtig unter Infrarot. Das wird ja auch in einem der Notizen, glaube ich, erwähnt, diese Waffe. Also man wird ja nicht völlig ins kalte Wasser geworfen. Genau, also. Also mal diese Kombi. Und dann hat man diesen coolen LSD-Effekt. Würde ich schon nennen. Und dann sieht man schon die Parasiten, die sich nämlich sonst einem nicht offenbaren. Und wenn die tot sind, dann ist auch der Typ hier im Arsch. Und dadurch, dass wenn man einen trifft, der richtig zurückgeschleudert wird, ja, ist das gar kein Problem. Da kann er selbst so dicht vor ihm stehen, wenn man dann zumindest zuverlässig sich nicht stressen lässt. Wenn man nervös wird, dann kann man ein Problem haben. Und am Anfang, am ersten Mal ist man natürlich nervös, weil der ist ein gruseliger Freddy's und das Geräusch. Und macht richtig bösen Schaden. Richtig üblen Schaden. Und wie gesagt, wenn man halt nicht diese Parasiten trifft, dann ist er auch wirklich übel. Aber das Gute ist, wenn man mal Probleme hat, kann man immer mit der Pumpgun einmal draufschießen auf die Beine. Dann kommt zumindest erstmal nicht gelaufen. Weil die gehen ja relativ schnell futsch. Ja, müssen wir kombinieren. Wir haben ja noch zwei, wir haben noch eine Reggae-Mischung. Es sind immer noch drei Sprays. Oh, Hoffi. Alter, wir sind richtig zu. Da wollte wohl auch jemand raus hier. Blutige Handabdruck. So, und jetzt gab's noch mehr, ne? Es gab noch Nachschlag, oder? An Gegnern? Von denen. Ja, bitte doch. Das war nicht der einzige Hoshi. Aber hier nicht direkt um die Ecke, oder? Pass mal auf. Oh, den haben wir gar nicht eingesammelt diesmal. Den Schatz. Der ist sogar eklig, wenn er... fast bleibt. Naja, jetzt... Geht der noch? Weil manchmal haben die ja auch einen Parasiten am Rücken. Den sieht man von vorne nicht. Genau, und dann... Muss man ihn erstmal auf die Beine schießen, dass sie hinfallen. Zum Beispiel kann man ihn auf die Beine schießen, dass sie hinfallen und dann den Rücken. Oh ja. Hast du Aggro gezogen, Hoffi? Ja. Du machst vollmal daneben. Nein, dreimal daneben. Keine Angst, Hoffi. Ey! Oh Mann, jetzt. Nimm den da oben. Was? Was ist hier los? Jetzt aber. Ja, jetzt, okay, jetzt bin ich ja drin. So, jetzt habe ich einmal die Stunt-Zeit. Und dann beide auf einen Schuss. Jawohl! Irgendwie muss ich ja kompensieren. Oh, willst du schon mal nachladen, sicherheitshalber? Weil da kommen, glaube ich. Allerdings hat er nicht mehr so viel. Ich renne jetzt erstmal zurück. Na, geh noch mal zurück. Da muss ich ja gleich weiter. Ja, ja. Hier muss ich weiter. Achso, da war links. Bloß in dem Raum, wo wir losgerannt sind. Ja. Da, wo das Viech rauskam. Ich glaube, da. Da war, glaube ich, auch nicht mehr so viel drin. Da war aber vielleicht irgendwas war da, glaube ich. Ja, aber also ich bin auch dabei. Ich bin jetzt auch neugierig. Ich weiß noch, wie ich etwas enttäuscht war, als ich das zuletzt gemacht habe, als ich zurückgelaufen bin. Okay. Und reingeschaut habe. Aus irgendeinem Grund war ich enttäuscht. Mal schauen, ob sich diese Erinnerung bewahrheitet. Lebt jetzt hier drin auch noch, ne? Also, der Sound lässt das vermuten. Trunken weiter zu gehen. Du musst da reinlaufen, okay. Musst du deine Angst überwinden. Ja, da musst du dir vorher überlegen, bevor du uns angreifst, Parasitenmonster. Wir haben nicht zuerst angegriffen. Wollen wir hier irgendwann auch nochmal so einen diplomatischen Run machen, wie bei Dead Space? Ah, 5000 immerhin. Und nach 1000 geklitten Gegner wahrscheinlich auch. Siehst du? Obwohl, vielleicht links im Glas? Ja. Ein Schatz. Ja, 3000 ist immer noch relativ. Das ist relativ ernüchternd. Immer noch die 5000 für ihn. Und hier haben wir und hier haben wir einen Zeit gehabt. Der 3 Schuss gekostet, also für 3 Schuss 5000 ist eigentlich der Typ. Ja, yeah, in 3000. Ist mal. Ja, aber der Gegner selber hat ja auch nochmal 5000. Ja, da sind es sogar 8000 insgesamt. Genau, und dann für 3 Schuss auf jeden Fall. Ja, aber echt gestört. Falls man echt auf die Idee kommen sollte beim ersten Mal oder was, wenn man keinen Plan oder keinen Bock drauf hat, hier ohne Gewehr lang zu laufen. Weil dieses Zielfernrohr passt auch nur aufs Gewehr natürlich. Richtig. Ne, was ich meinte vorhin ist. Genau, das meinte ich. Das meinte ich genauso. Noch einer. Yes. Wir sind gemachte Männer, Digga. 2 Smaragde. Also, und eine Krone im Inventar. Ja, da hatten wir den Absturz dazu genutzt, in der freien Sekunde offscreen.
mal die Krone fertig zu kombinieren, da passen ja auch nur zwei Sachen rein. Oh, hast du deine neu programmierte Superkarte genommen, Hoffi? Oh yeah. Oh, mal wieder episch, episch roter Zoom. Ja, dann coolen. Wie hieß denn noch Kaleidoskop-Effekt? Weißt du noch, was ein Kaleidoskop ist? Ja, ja, diese Drehdinger. Ist ein bisschen aus der Mode gekommen, so mit ja, iPhone ich, und Gameboy. Ich hab den halt auch nie ganz verstanden. Das war einfach auf dem Niveau anzusiedeln wie die chinesische Fingerfalle. Etwa der gleiche Unterhaltungswert. Ich hatte mal eine benutzt. Ich hatte mal meine Finger. Ja, cool, Hoffmann hat ein Minispiel. Ey, es hat bei mir letztens nicht funktioniert. Es hat bei mir irgendwie nicht funktioniert. Und dann bin ich runtergelaufen und hab sie umgebracht. Wie? Nicht funktioniert? Irgendwie. Aber weißt du, was ich glaube ich machen wollte? Ich glaube, ich wollte, weil ich habe in irgendeinem anderen Spiel konnte man das auch machen. Ich weiß nicht mehr in welchem. Ich glaube, es war Alien vs. Predator, das alte. Ja. Und da konnte man auch so eine Hake hier befehligen. Und dann musste man aber, um die Gegner umzubringen, nicht die Gegner nehmen, sondern die Container. Und ich glaube, ich habe hier versucht, die Container zu nehmen. Und das ist ja ein Anime-japanisches gerendertes Spiel. Mhm. Da kannst du natürlich keine Umgebung in die Hand nehmen. Das kann die Engine nicht. Oh, der hat aber jetzt keinen Bock mehr. Nee, der ist jetzt in eine Position gegangen. Oh, ist auf voll. Yes. Manchmal kann man alle vier? Ja. Arschloch! Angry Motherfucker. Da hat er schon mal keine Axt mehr. Aber kannst du mit der Tür aufbumsen? Ja, nicht das erste Ziel. Ja, das ist erwischt. Ja, ein Schuss auf den Solar Plexus. Ja, Mann, gibt's eine Tür. Du scheiß Tür! Echt, Mann. Lag hier noch was? Nee, ne? Stuhl. Nur die Tür. Hier runter. So. Ach ja, hier muss wer. Hier springen wir ja nochmal runter. Da lag noch was, ja? Das ist verschwunden. Ja. Das war ein weißes. Ah, da ist es noch! Yeah! Ach, ein Kraut. Ja, was auch sonst? Was für ein Wandel der Gefühle. Nehmen. Oh, war rechts auch ein Nehmen? Nee, da war nur Prüfen. Okay. Das war der Müllschacht. Was hältst du nach vorne? Wenn wir das eine Grüne einfach mal einverleiben. Können wir gerne machen. Wir haben noch genug Rückfall-Reagenzien hier für ein gelbes Kraut. Solange wir das kombinieren können, ist alles gut. Ja. Weil, als nächstes mal an die Granaten denken. Wenn da Pillow-Gegner kommen. Dass wir die aus dem System kriegen. Wie wir jetzt hier schon wieder überlegen sind, wie wir das Inventar leer benutzen können. Schlimmer als jeder Endgegner. Jedenfalls. Inventarmanagement. Ach ja, auf dem Rückweg sind hier Gegner. Ja. Ich dachte gerade, hä? Da guckt man da mal hin. Da ist auch das magische Gelbe gerade aufgetaucht. Von dem wir da schon unkennerweise gesprochen haben. Zwei Raggies, Alter. Und die sind noch voll. Und da hier kommen auch noch fucking Schränke, nein! Nein! Es passt noch, es passt noch. Aber die Blenden, die benutzen wir so selten. Jetzt. Hau raus, Mann. Primärwaffe Granate. Konnte das Kabel mir eigentlich was tun? Ich glaube nicht. Aber ich krieg da immer wieder Paras. Ja, nimm einen sicheren Abstand. Ja, hier noch was dran? Ja. Polizei ist mit von der Partie. ja, wenn die kleine Mädchen schreien hören. Meinst du, das hat es bis zur Mikro geschafft? Ah, oh, Granate! Tabaluga und. Mach, schmeiß sie, ja, oder? Flamme oder was? Normal. Boom. Die haben richtig Bock auf eine normale. Das haben sie. Aber hier ist auch die Bandbande. Mann, das hätte doch geil ausgemacht. Da sie ist zumindest weg. Aber jetzt ganz ehrlich, der Wurf war doch nicht schlecht. Der war sehr schlecht, der Wurf. Echt jetzt? Der war natürlich, du hast gegen die Wand geworfen, Hoffi. Ja, aber warum der dir abgeprallt ist, das sah so aus, als würde. Ja, das ist Physik, Hoffi. Ah! Reaktio, Aktio. Impulsübertragung. Keine Ahnung, jetzt rein damit. Yeah! Burn in hell, bitch. Hast du ihn eine Headshot-Salve? Und den anderen auch gleich? Irgendwas? Da ging zwei auf die Blombe. Aber ich dachte, da kommt jetzt noch ein Gewächs raus. Ja, da wäre man mal noch ein Banker nachmüssen geworden. Richtig.
Aber so ist auch keine schlechte Ausbeute gewesen. Pass dich hier vor. Oh, dann das ist vielleicht deine Ehre erschlimmen. Obwohl, ich habe mich da jetzt gerade hingekämpft. Oh Mann. Okay. Dann, gut, sehen und lieben wir uns in der nächsten Folge weiter. Mit dem letzten Ashley-Abschnitt, glaube ich, oder? Ja, ich glaube auch. Wir hatten sie ja letztens schon gedacht, es wäre vorbei. Hab ich ganz vergessen, dass wir nochmal beschützen müssen. Nächste Folge geht's los. Ja. Oh Mann. Bis dann. Tschüss. Over and out.